Hallo ihr Lieben, ich hoffe es geht euch allen gut. Ich habe gedacht, ich nehme euch heute ein bisschen durch unseren Tag mit und zeige euch, was wir so machen hier in den letzten Wochen. Ja, es hat sich so ein bisschen was im Rhythmus, im Tagesrhythmus geändert. Einfach dadurch, dass Roman jetzt auch zu Hause ist und ich meinen Tag so ein bisschen anders strukturieren kann. Ja, was mache ich morgens meistens immer? Ja, erstmal Andacht, dann die Kinder in die Schule verabschieden. Ja, um 7 Uhr verlassen sie das Haus. Sie fahren mit der Nachbarin zusammen zur Schule. Sie nimmt sie mit. Bin ich auch so dankbar dafür, dass ich den Weg nicht mit ihnen zu Fuß machen muss. Und ja, wenn sie dann aus dem Haus sind, dann schmeiße ich mich gleich in meine Sportklamotten und dann geht's raus joggen. Ich habe momentan so eine schöne Strecke gefunden. Die ersten Tage war es ein bisschen schwierig für mich. Ich habe mir ein bisschen schwer getan, hier zu laufen, denn ich bin sonst immer in Deutschland zwischen den Häusern, also so in den Straßen gelaufen. Hier ist es nicht so möglich, aufgrund dessen, dass hier auf vielen Grundstücken die Hunde frei rumlaufen. Und wenn die dann so einen Jogger sehen, dann ja, haben die das Bedürfnis, dem einfach mal hinterher zu laufen und den anzubellen. Und der eine oder andere Hund ist dann nicht ganz so freundlich dann. Ja, deswegen fiel es mir schwer, hier so in den Straßen zu laufen. Aber jetzt habe ich eine schöne Strecke gefunden und ich dachte, ich zeige sie euch mal. Die ist einfach herrlich und gerade morgens, wenn keine Autos fahren, dann ist es richtig schön. Ja, kurz nach 7 verlasse ich dann das Haus und gehe dann raus zum Laufen. Jetzt bin ich schon bereit, ich stehe schon hier mit meinen Sportkleidern. Aber erstmal muss auf jeden Fall was getrunken werden. Ne? Morgens vor dem Sport immer unbedingt erstmal trinken, dann trinke ich erstmal 2 Becher Wasser. Heute haben wir Sonntag. Deswegen kommt Philipp mit, der hat heute keine Schule. Er wartet schon draußen auf mich. Hallo, super. Ich gehe jetzt raus und dann geht's los mit dem Laufen. Unsere 2 Räuber sind da draußen. Na, ihr zwei, zeigt mal, wie ihr aussieht. Zeigt mal, wie ihr gewachsen seid. Ja, 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 die freuen sich morgens immer so sehr. Immer total aufgedreht morgens früh. Ah, jetzt scheint uns der Zaun. Könnt ihr mich nicht anspringen, ne? Philipp ist schon eine Runde mit ihm gegangen. Das ist immer unser Frühaufsteher. Der steht morgens immer auf und kümmert sich um die Hunde. Ne? Hey, geht's los, Philipp? Bist du bereit? Er wollte mich heute unbedingt begleiten. Ich laufe weit. Schaffst du es mitzukommen? Ja? Komm, komm, dann geht's los. Lass die Hunde rein und dann laufen wir los. Kommt rein. Kommt rein. Komisch, die gehen immer unten durch. Ja, die wollen da unten durch, die verstehen das. Hey, 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 hey. Nein, 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 nicht meine Hose. Die haben immer ein Problem mit meinen Sporthosen, ne? Die zwei. Nein, 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 nein. So, gut. Nur um euch zu zeigen, wo wir jetzt ungefähr sind. Hinter mir ist der Supermercado. Da hinten. Und dann fängt man hier bei dieser Aua Weaver. Fängt man dann an zu laufen. Beginnt die Strecke. Total schön, man kommt hier so ein bisschen raus aus der Stadt, das ist der Weg zum Hipper, zum Baumarkt und hier beginnt dann die Strecke. Ja. Sehr schöner Platz und die ganze Strecke ist dann auch mit diesem Boden hier, mit den Steinplatten. Und man kann links entweder direkt an der Straße laufen oder rechts hier so zwischen den Bäumen und schattig. Links ist dann eigentlich die Sonne, rechts ist Schatten. Morgens ist es auch noch relativ ruhig und es sind nur wenig Autos da. So weniger. Ne, Philipp, und jetzt laufen wir hier lang. Ja? Hier laufen ganz viele Leute lang. Auch ganz viele Spaziergänger sind hier morgens immer unterwegs. Und zwischen den Bäumen riecht das immer so schön frisch hier. Ja, wir gehen jetzt auf jeden Fall ein bisschen schneller das dann. Thank you.
morgens langläuft, kommt man noch einmal an diesem Ständer hier vorbei. Der zeigt einem die Uhrzeit an. Und außerdem, was ich auch ganz toll finde, der kommt vom Krankenhaus, der zeigt einem die 8 Gesundheitsärzte an. Also frisches, reines Wasser, ausreichend Schlaf, 8 Stunden am Tag sollten es idealerweise sein, Bewegung, Sonnenschein, frische Luft, gesundes Essen, Mäßigkeit und Gottvertrauen. Ich hoffe, ich habe es jetzt richtig übersetzt. Auf jeden Fall sind das die 8 Gesundheitsärzte. Auf der anderen Seite zeigt er einem dann nochmal die Temperatur an. Er wechselt jetzt hier. Jetzt haben wir es verhältnismäßig kühl heute Morgen, sind es nur 20 Grad. Da ist Mäßigkeit. Ja? Ja, dann schon richtig. Ach, kann sein, ja. Kann sein, dass ich nicht richtig übersetzt habe. Also normalerweise, wenn ich um diese Uhrzeit laufe, habe ich schon so 28 Grad hier. Aber heute ist es etwas bewölkt. Ist aber gar nicht schlimm, es ist trotzdem total warm. Und das ist so schön, dass man so eine kühle Brise im Gesicht hat, ne Philipp? Ja, ich liebe es hier vorbeizulaufen und besonders diese Stelle liebe ich, weil ich mir die Bilder so gerne angucke. Gott hat uns alles geschenkt, was wir brauchen, um gesund zu sein, um ein gesundes Leben führen zu können. Es liegt an uns, das umzusetzen. Und er hat uns versprochen, wenn wir ihm vertrauen, dann wird er uns auch bewahren vor den Krankheiten. Und wenn er es doch zulässt, dann hat es einen guten Grund. Und so ist er uns zum Besten dienen, nach Römer 8, 28. Und darauf dürfen wir vertrauen. Ist das nicht wunderbar? Wo ich auch noch morgens immer hingehe, ist hier, auf diese Insel. Das ist so eine Stelle von der Kolonie, nein, Kooperative, von der Kooperative. Kolonie? Ich habe vergessen, wie die heißen. Das ist hier das mit Abstand größte Unternehmen. Die haben sich mal irgendwann hier zusammengeschlossen, die ersten Siedler, und haben diese Kooperative hier gegründet. Und die steht hier auf dem Weg. Und die Treppen sind richtig gut zum Sport machen. Treppe hoch, Treppe runter, ja Philipp? Einige Male. Interessante Pflanzen. So eine große Blüte. Total interessant. Und drumherum diese riesigen Blätter. Ja, hier nochmal eine kurze Erklärung. Monumento al Cooperativissimo. So. Hier nochmal ein paar schöne Blumen. Die wachsen jetzt hier überall gerade. Total schön. Ich liebe diese Strecke hier, die ist total schön zu laufen. Mir gefällt das richtig. Und wenn morgens noch die Sonne scheint, dann erhebt einen das so richtig und man kommt so richtig aufgebaut wieder nach Hause. Auf der Strecke kommen dann immer noch so schöne Sportgeräte, wo man auch noch ein bisschen Sport machen kann zwischendurch. Also Bewegung, spezielle Bewegung, da machen wir jetzt auch noch ein bisschen was, bevor wir weiterlaufen.
Das Ganze schön unter Palmen. Hier stehen überall diese wunderschönen Palmen. Man fühlt sich wie im Urlaub. Also. Ne, Philipp? Wie im Urlaub, wie in Spanien hier. Unter den Palmen. Wir leben da, wo andere Urlaub machen, sagt man doch. So haben wir im Allgäu immer gesagt. Wir dürfen da leben, wo andere Urlaub machen. Ne, wenn man ein bisschen Fleiß hier in dieses Land hineinsteckt, dann kann man hier richtig schön leben. Kann man sich ein richtig schönes Plätzchen machen mit so schönen Pflanzen und da fühlt man sich, als ob man im Urlaub ist. Nach einem schönen Frühstück haben wir beschlossen, dass wir heute mal unsere Bananen ernten werden. Die sind jetzt schon riesig geworden, diesen Strauch hier. Philipp ist schon dabei, alles vorzubereiten. Bananen kann man ernten, sobald die Blüte vertrocknet ist, ja? Und die Bananen so groß genug sind, wie man sie haben möchte und nach oben zeigen. Dann kann man die abmachen, ja? Dann schneidet man den ganzen Stock ab und muss ihn dann aber auch nochmal aufhängen. Und er braucht dann noch ein paar Tage, bis er ganz gelb wird. Und dann kann man sie auch essen, die Bananen. Also sie werden nicht reif? Am Baum werden sie nicht reif, nein. Die muss man jetzt abschneiden und dann ausreifen lassen, nochmal nachträglich. Und du möchtest Banane essen? Ja. Aber du musst noch ein paar Tage warten, muss Schatzi. Und ich muss halten, das ist schwer. Die Männer sind dabei, die Bananen zu ernten. Wir haben noch keine Machete, ja? Ja, wir müssen uns noch eine Machete holen. Gleich sind deine Finger abgehauen. Oder soll ich das machen? Wer das? Einer muss runterdrücken, am besten da an der Seite, den Baum runterdrücken. Mit den Händen fest. Wir haben ganz viele Bananen hier. Hier werden wachsen schon die nächsten. Dahinter sind auch noch welche. Nein, du kommst da hinten nach. Sind noch welche. Also überall Bananas, Bananas. Verhungern werden wir nicht. Jana, kannst du mir helfen? Komm, ich helfe. Halt jetzt mal hier die Kamera und dann. Oh, vorsichtig. Vorsichtig. Und ich helfe. Ich werde drücken. So. Runterdrücken? Nein, du, unten muss jemand festhalten, weil das kriegt doch. So. Oder du sägst und ich. Oh nein, ich halte ihn. Ja, gleich was. Hast du? Ja. Oh. Hast du? Ein Stück. Okay. Ja, Bananen. Das ist schon viel zu lange dran. Warte. Ja, wir haben nicht geschafft, sie abzumachen, aber jetzt ist es soweit. Jetzt müssen wir sie irgendwo in den Schatten hängen. Und im Schatten können sie jetzt nachreifen. Banane, Benni liebt hier die Banane. Der isst jeden Tag mehrere Bananen. Freut sich so sehr. Ach, müssen wir irgendwo einen Haken machen und sie an den Haken hängen. Eine haben wir jetzt schon aufgemacht, die erste, die war oben schon so ein bisschen gelb. Nee, die waren, wenn die aufgepickt werden, irgendwie von den Vögeln oder so, dann fangen sie sofort an zu reifen. Dann hat man entweder das Glück, dass sie nur angepickt sind, aber meistens kommen dann die Käfer und Vögel und machen dann die Reste. Benni, willst du die essen? Oder darf Mama probieren? Ja. Willst du essen? Hälfte, Hälfte? Ich mir ein Stückchen. Ja. So. Und Benni. Ganz anderer Geschmack. Ganz anders. So ein Bananenaroma. Total lecker. Ganz anders, als wenn man grüne Bananen im Geschäft kauft. Hier ist eine ausgereifte Banane vom Stock frisch. Total lecker. Allgemein. Man kann sie jetzt auch wahrscheinlich hier so abschneiden. So in Bünden, wie man sie im Laden bekommt. Ja, und dann so ganze Stücke kannst du abschneiden. Dann brauchen wir nicht den ganzen Stock reifen lassen.
Ja. Allgemein, die Früchte schmecken hier so lecker. Ich habe heute zum Frühstück nur Ananas gegessen, Melone, Kiwi. Das war mein Frühstück. Gar nicht viel, ich brauchte nicht viel anderes. Ich kann da noch einen Haferbrei dazu essen und ich genieße momentan diese Zeit. Ich sage zu Roman, was ist das für ein Segen, den wir momentan haben dürfen? Den Sonnenschein, die Wärme, die Früchte, da braucht man gar nicht viel mehr. Das reicht und man hat so viel, vieles, was man hier genießen darf, was ein Segen Gottes ist. Ja, ihr Lieben, ich glaube, ich habe für heute schon ein bisschen genug gezeigt und ich werde auf jeden Fall die nächsten Tage wieder ein bisschen was aufnehmen und euch weiter zeigen, wie es aussieht. Wir wollten auch noch an den Fluss fahren. Mal schauen, vielleicht machen wir das noch heute Nachmittag. Wenn ja, dann mache ich aber auf jeden Fall ein extra Video dafür, damit es nicht zu lang wird. Und ja, dann zeige ich euch, wie der Fluss hier bei uns in der Nähe aussieht, wo wir baden gehen können. Und bis dahin alles Gute und bleibt gesund. Ciao.